So, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Hier ist der Kinky. Und ihr seht, was wir hier vorhaben. Wir haben hier heute vor, die 400 PS aus dem Massey Ferguson 8737 rauszuholen und mal zu gucken, wie es läuft, wenn wir jetzt hier unsere Wiese in Angriff nehmen mit Mähwerk vorne und mit Schwader hinten. So, und ich denke, das kann definitiv klappen. Es hat ja vorher auch geklappt, nur dass er beim Bergan- oder Berghochfahren immer große Probleme hatte. Ich hoffe, dass das jetzt an der Stelle vorbei ist. Von daher gucken wir einfach mal. Ach, ich glaube, das ist gar nicht richtig angeschlossen hier vorne. Genau, so. Gucken wir einfach mal, wo die Reise uns dahin führt. So, wir müssen nämlich hier anfangen, wieder mal zum Mähen. Und deswegen, ich habe jetzt nämlich auch die andere, das können wir schon mal anschalten, können wir auch schon mal runter machen, das können wir runter machen, können wir auch schon mal anschalten. Jetzt nehme ich hier so, Schwader machen wir auch an. So, gucken wir mal, wie es hier geht. Wie gesagt, ich habe sonst die Wiese immer mit den John Deere gemäht. Der ist aber dann nicht klargekommen, wenn es bergauf ging mit der ganzen Montur. Und ich habe jetzt gehofft, mit 400 PS sollte das, also nochmal 100 PS mehr, sollte das in der Kombi hoffentlich funktionieren. Wenn der also auch berghoch mit den 15er Geschwindigkeit fährt, bin ich glücklich. Ja, sonst hat er nämlich da immer um die, naja, sagen wir mal, waren weniger auf jeden Fall. Ich würde mal so sagen, es waren vielleicht nur 10, nur 5 oder 6. Also jetzt, der zieht durch. Der zieht durch. Na, das ist das, was ich erhofft habe, dass mir die Kiste hier einfach den Effekt bringt, 400 PS, um gleichzeitig eben diese Kunst zu machen. So spare ich mir diesen Vorgang separat zu schwaden und kann also im nächsten Schritt direkt schon das ganze Zeug aufsammeln und Ballen pressen. Das ist also das Ziel gewesen. Ich bin froh, dass es so klappt. Wie gesagt, es ist viel passiert seit der letzten Folge. Das ist jetzt hier die neueste Anschaffung. Ich habe lange überlegt, nimmst du jetzt ein Klaas, nimmst du jetzt ein New Holland, nimmst du jetzt ein Fendt 900 und bin letzten Endes doch bei den Massey Ferguson 83 oder 8737 oder was gelandet, der letzten Endes mit der Motorausführung 400 PS unter die Haube hat, ja, Breitreifen mit Gewichte, ohne GPS gebraucht. Die gebraucht kosten, also der hat dann 50.000 weniger gekostet, die Motorausführung 50.000 mehr, sodass ich bei ungefähr 250.000 Euro gelegen habe bei der Anschaffung. Habe den Fendt, ich glaube irgendeine 7er Reihe, den Fendt habe ich verkauft, um dann den hier, wie gesagt, leisten zu können. Der John Deere ist da, der ist auch repariert jetzt. Und wir sehen, also er bringt den Effekt, den ich haben wollte. Ich wollte, dass das Ding hier die Wiese schafft und ich wollte, dass ich natürlich auch größere Gerätschaften dann anschaffen kann, um hier letzten Endes auch mal Lohnaufträge zu machen, die ich mit meinem eigenen Equipment einfach machen kann. Und das an der Stelle ja, hat sich bisher gelohnt. Ich habe noch eine breiteren Grubber mir zugelegt. Die letzte Anschaffung war jetzt auch nochmal eine größere Sämaschine, die ist bei, ich glaube, jetzt 9 Meter statt 6. Habe jetzt beide Felder abernten können, bin aber mit dem Ertrag nicht zufrieden gewesen. Also beide Felder waren mit Sojabohnen angesät gewesen, mit, weiß ich nicht, zweimal gedüngt, entkrautet sozusagen. Und es ist leider nicht mal eine ganze Anhängerladung rausgekommen. Also das war echt wenig. Zudem hat es mit dem Mähdrescher, den ich mir da ausgeliehen habe, auch sehr, sehr lange gedauert. Das heißt, ich werde jetzt da, habe jetzt als Zwischenfrucht Klee ausgebracht, dass ich die Kühe damit noch ein bisschen füttern kann und da auch noch mal ein paar Heuballen herstellen kann. Und werde dann als nächste Säsorte sozusagen auch dort Wiese machen, da ich die tatsächlich
mit der vorhandenen Technik ganz gut kombinieren kann und sagen kann, komm, wir mähen die ab, dann machen wir da Silageballen draus und dann können wir die verkaufen bzw. auch als eigenes Futter nutzen und dann, dann kommt zumindest immer um die 25.000 raus. Also ob ich da jetzt großartig immer wieder was anderes ansehe oder erstmal eine Wiese draus mache und dann zu späterer Zeit, wenn genug Geld da ist, mir einen Mähdrescher kaufe und dann anfange sozusagen da ordentlich zu agieren, das werden wir dann sehen, aber so ist erstmal der Plan. Ich habe beim Feld auch ein bisschen was verändert. Da waren ja Bäume drauf, die Bäume habe ich gefällt, habe die zerkleinert, habe mir dann eine Hackschnitzelmaschine ausgeliehen und habe dann, ich glaube, 3 oder 4 Anhängerladungen voll weggebracht. Das hat, man sieht es jetzt hier am Kontostand nicht mehr so richtig, aber ich hatte mir jetzt dann die Sämaschine dafür gekauft. Hat dann so ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube maximal 10.000 ist da rausgekommen. Also es hat ziemlich wenig an Geld mit sich gebracht, aber es ist zumindest eine coole Sache und das zeige ich euch dann auch. Man kann da jetzt wesentlich, ohne irgendwelche Manöver zu machen, im Grubbern oder was auch immer, wie gesagt, beide Felder sind jetzt zwischendurch zum Teil gedüngt und mit Klee angesät worden. Wir haben jetzt hier das neue Gerät hier angeschafft. Man sieht, es hat 7 Stunden auf dem Buckel. Die 7 Stunden hat es nicht von mir, sondern hat es von vorher ein paar. Also ich würde jetzt sagen, 1 Stunde oder so habe ich den jetzt vielleicht schon mal genutzt. Das ist also ganz gut. Macht eine gute Mine hier. Also muss ich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich das Ding genommen habe. Ich hätte gerne auch das Fast Track genommen. Das gab es aber leider, wie gesagt, nicht in der entsprechenden Motorausführung. Ich wollte mit 300 PS, war mir einfach, oder 340, war mir zu wenig. Ich wollte ja genau das hier machen können. Und auch bei jeder Gegebenheit. Und ob ich jetzt hier so eine Wiese dann mit 10 oder mit 5 km/h beackern kann oder jetzt wie in dem Fall mit 15, macht schon mal einen großen Unterschied. Deswegen, ja, coole Sache, klappt also wunderbar. Wir haben jetzt hier einen schönen Schwart noch hinten dran und können jetzt hier nebenbei mähen. Ja, kommen jetzt sehr, sehr gut voran. Ansonsten Lohnaufträge bin ich immer noch dabei, das Feld, was wir hier geradeaus zu sehen, abzumähen. Da habe ich jetzt eine LKW-Ladung schon weggebracht. Und ich muss dazu sagen, eine ca. 30.000 Liter Anhängerladung habe ich abgeknöpft und selbst verkauft. Also das hat da auch nochmal knapp 30.000 gebracht. Ich hoffe deswegen, dass es an der Stelle auch ausreicht, das vorhandene Feld abzumähen. Ich muss also noch 3 weitere voller LKW-Ladungen, und LKW umfasst, glaube ich, so um die 100.000 oder vielleicht 80.000 Liter. Die muss ich auf jeden Fall noch runterkriegen vom Feld. Wenn da noch was übrig bleibt, dann können wir das gerne zum Selbstverkauf nutzen. So wird nämlich aus dem doch eher unlukrativen Auftrag mit 22.000 letzten Endes doch mehr als 50 oder vielleicht auch sogar mehr als 50.000 Euro. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier an der Stelle noch ein bisschen mähen, um hier einfach dahingehend die Wiese wegzukriegen. Hier, aber ich muss, glaube ich, ein bisschen anders fahren. Ansonsten lasse ich hier immer zu viel stehen. Und wir wollen ja vermeiden, dass wir hier auch Zeug verschenken. Ja, also ich will auch unbedingt hier die Wiese zum größtmöglichen Vorteil abmähen, um da einfach auch relativ viele Bälle rauszukriegen, also Ballen rauszukriegen. Deswegen fahren wir jetzt hier mal gerade ein bisschen hier auch rein und versuchen, die Ecke noch wegzunehmen, soweit es geht. Geht relativ weit sogar, muss man ja sagen. Gucken wir mal nochmal hier und dann fahren wir hier auch hoch. So. Sonst kriegt man die Kante hier auch nicht richtig gut weg. Aber das ist, wie ihr sagt, ich freue mich. Das ist der erste Test, dass ich jetzt mit dem Ding hier das ziehen kann. Wie gesagt, ich habe noch eine 12 Meter Grubbermaschine und eine 9 Meter Sämaschine mir dazugelegt. Wir kriegen jetzt schon jede Menge Mist und Gülle zusammen. Also die nächste Anschaffung muss definitiv auch irgendwie in dem Bereich liegen. Ich muss jetzt noch den Hühner ein bisschen mehr Futter geben. Ich habe noch ein paar Hühner dazu gekauft. Für die Kühe hat es noch nicht gereicht. Auch da sollen noch mal ein paar mehr rankommen, damit wir auch mehr Milch kriegen und erstmal in erster Linie die Milch verkaufen können. Und dann habe ich mir überlegt, werde ich mit der Gülle auch versuchen, mal hier so Salat und sowas anzupflanzen.
Das geht ja hier in den Gewächshäusern. Da müssen wir mal schauen, dass wir dann da auch hinkommen, die dahin transportieren. Vielleicht können wir das auch mit den HW80 machen, dem Anhänger. Müsste ja vielleicht gehen. Ist ja jetzt erstmal nur der Transport. Ich würde es auch langfristig natürlich aus dem Feld aufbringen oder ausbringen. Aber die Technik ist nicht da. Und wie gesagt, deswegen, sowas brauchen wir ja auch langfristig. Würde ich dann schon gerne kaufen und nicht nur leasen. Und deswegen, ja, müssen wir mal schauen, wie wir da dann mit zurechtkommen. Jetzt fahren wir hier auch nochmal raus. Ist also wirklich eine gute Kombi. Hat sich gelohnt, definitiv. Ich kann den Massey Ferguson an der Stelle nur empfehlen. Ich finde ihn optisch auch, also es ist ja, ich glaube, wenn man jetzt echte Landwirte zugucken würde, da würde man wahrscheinlich sagen, Leute, die Gerätschaften sind heute wahrscheinlich auf dem laufenden Stand schon fast, da gibt es kaum Unterschiede, wahrscheinlich nur noch in der Optik. Von daher ist es wahrscheinlich schwierig zu sagen, ich fahre jetzt nur John Deere oder ich fahre jetzt nur Klaas oder sowas. Ich persönlich sage, dass die Geräte, für mich ist wie gesagt wichtig gewesen, diese Frontzapfwelle, das hat das Ding, sieht man ja hier, sonst könnte man nicht mähen, dass das Ding an der Stelle die PS-Zahl entspricht, also ein bisschen mehr wäre noch gut gewesen, das hätte ich mit dem Klaas, ich glaube 900 oder so, oder Klaas, ich weiß nicht, Action oder wie das Ding heißt, der hätte das tatsächlich gehabt, aber ich habe mich letzten Endes für das Ding hier entschieden. Zum einen aus Optikzwecken, zum anderen, weil ich einfach auch gerne mal Massey Ferguson fahren wollte. Und an der Stelle, wie gesagt, mit dem John Deere schon sehr zufrieden bin. Die 300 PS werden jetzt also auch für andere Sachen eingesetzt, hauptsächlich natürlich. Vielleicht dann auch für so wesentliche Ballenpressen oder sowas. Oder auch Hänger wegfahren. Sehen könnte man damit, naja, sehen habe ich gesehen, habe ich jetzt mit das Ding hier. Aber da gibt es ja ganz viele andere Sachen, die eben das Teil dann machen kann. Spritzen oder was auch immer. Ja. Ja, also deswegen, das funktioniert hier schon mal gut. Das kann man an der Stelle sagen. Ich würde hier dann aber, um euch nicht lange genug zu langweilen, an der Stelle hier abgeben. Und dann skippen wir mal bis zum abgemähten Feld. So, da sind wir wieder bei der letzten Reihe sozusagen angekommen, oh, wobei wir könnten noch da hinten, könnten wir machen, genau, fahren wir da mal noch hin, machen wir hier noch ein bisschen am Wegesrand, das nehmen wir ruhig nochmal mit, mal gucken, dass wir hier durchkommen, da nicht gegenfahren, so, hier zwischen der Bäume durch, na, wie nur eine kleine Stelle, die nehmen wir jetzt einfach mal grob mit, das muss jetzt nicht bis ins kleinste Detail abgemäht sein, aber sozusagen den Einstieg hat, das ist jetzt nur so ein Anteil. Man sieht, ich habe hier vorne noch ein bisschen Unkraut weggemacht. Ja, nämlich, das war hier alles so mit diesen Büschen voll, das nervt mich eigentlich ein bisschen an, deswegen ja. Deswegen haben wir es da einfach mal weggemacht mit dem Flug. Ja, muss nochmal irgendwann um hier grubbert werden oder was und dann ist es soweit fertig. So, das Teil ist auf jeden Fall sehr dreckig. Wir sollten mal beide sauber machen. Fahren, dann fahren wir nochmal kurz auf den Hof. Also wir haben jetzt das Feld, die Wiese ist jetzt abgemäht und geschwadert in einem Schlag. Wir können also jetzt hier noch Folgendes machen. Wir können dann noch das sauber machen und dann gleich dran lassen, weil wenn die Felder da vorne mit dem kommen wir nicht rum, das ist zu eng, fahren wir andersrum, wenn wir nämlich da hinten die Felder dann mit dem Klee voll haben, dann können wir das gleich dran lassen hier, dann kann der das nämlich nachher gleich mitmachen, der Trecker. Da sieht man es, wie gesagt, die Sämaschine hat gleich mit Düngfunktion, aber das Düngemittel ist ausgegangen, aber ich dachte jetzt für Klee müssen wir es nicht unbedingt erneut auffüllen. Deswegen, hier ist die Sämaschine noch. Lassen wir es mal hier kurz. Fahren wir mal kurz zum Saubermachen ran. Machen wir mal kurz aus, damit wir hier mal kurz ein bisschen Ruhe haben. Und der Motor sich mal ganz kurz. Und dann wird es hier erstmal sauber gemacht. Das Mähwerk war ja jetzt auch lange Zeit im Einsatz von Pöttinger, glaube ich. Ich glaube, es ist von Pöttinger. Wie auch immer. Genau, Pöttinger.
Das Gute an dem Mähwerk war ja, ich wollte das haben, damit man nämlich hier die Kombi haben kann. Aber bislang gab es eben, wie gesagt, keinen Trecker, der das. Also der, die anderen, der John Deere hat es auch geschafft, aber der hatte dann wirklich auch Probleme, am Berg hochzufahren oder so. Und um das zu umgehen, habe ich jetzt den hier genommen und der hat seine Arbeit gut geleistet und gut gemacht, muss man sagen. Von daher, oh, weiter dürfen wir nicht weggehen. Müsste aber reichen, um das hier kurz mal sauber zu machen. Von daher ist es doch eine coole Sache, dass es jetzt geklappt hat. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier. Warum jetzt hier die Zapfwelle ab ist. Habe ich ja nicht abgemacht eigentlich, aber naja, wie auch immer. Gucken wir gleich mal. So. Warum ist die denn hier ab? Erst abbauen. Wie auch immer. So. Setzen wir nochmal zurück. So. Ja, deswegen. Also ich hatte ja beim letzten Mal auch die lustige Einstreufuhre hier weggebracht. Das ist an der Stelle auch alles passiert. Wir sehen es hier noch. Da steht noch die Kombi. Ich lasse das Ding jetzt mal hier stehen. Und ja, ich habe jetzt die Hühner jetzt hier, wie gesagt, versucht auch ein bisschen aufzumotzen. Wir haben jetzt hier ein paar mehr Hühner. Also ich glaube, das sind insgesamt jetzt so, muss man mal schauen. Wir haben jetzt 10 Enten, 27 davon, 41 davon, 10 davon, 9 davon, 8 davon, 23, also über 100 auf jeden Fall. Wir sehen, wir brauchen aber tatsächlich ein bisschen Nahrung wieder. Ja, ich habe hier die Nahrung, hier steht ja noch der Big Pack. Da muss ich wahrscheinlich mal mit dem Big Pack Heber nochmal ran. So, dann gucken wir mal. Was für mich auch neu war, was ja bisher eigentlich nicht der Fall war, zumindest nicht in den normalen Maps, ist ja, dass auch Hühner Mist produzieren. Sieht man hier, den müssen wir dann nämlich auch wieder wegholen. Ich wollte jetzt nur mal kurz, ich nutze den immer gerne mal, um schnell hier das Wasser aufzufüllen. Deswegen fahren wir mal den Deutz hier kurz an der Seite, damit wir mit der, wo ist er hier? Ich spring mal hier hin, genau. Mit dem Teil hier. Ja, da muss ich mal hier kurz. Das war hier mit dem Teil nochmal schnell losfahren. Hier sehen wir auch schon, der Mist ist schon relativ. Naja, ist jetzt nicht doll, aber es ist ein bisschen Mist da. Gülle ist an sich schon ein bisschen mehr. Also, es würde sich vielleicht dann bald lohnen, noch ein paar Kühe dazu zu kaufen. Die sind ja noch ein bisschen teurer, deswegen müssen wir da mal schauen. Aber der Plan ist jetzt, wie gesagt, hier mal schnell noch ein bisschen Hühnerfutter reinzumachen. Ich hoffe, dass es hier an der Stelle klappt. So richtig. Ich habe bisher Weizen, auch so ein Weizen-Dings. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt mischen kann oder ob man da warten muss, bis es alle ist. Aber ich glaube, das müsste eigentlich funktionieren. Wir müssen mal. Ich weiß nicht, warum dieser Radlader hier permanent diese Geräusche macht. Kann ich nicht sagen. Wir schauen mal, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo die der Ballen, ach Quatsch, hier die entsprechende Dings gewesen ist. Muss man auch schauen, damit wir hier die Zeit noch im Auge behalten. Genau, wir fahren jetzt hier rum. Und hier müsste das, glaube ich, stehen. Genau, hier steht ja der Big Pack Heber. Der geht so anzukoppeln, deswegen können wir den mal hier gleich nutzen, um das Big Pack, was da noch steht mit dem Hühnerfutter, vielleicht aufzumachen und entsprechend den Hühnern mal zu geben. Ja, mal gucken, ob das klappt. Muss man hier ganz kurz nochmal die
Das Hilfefenster anmachen, wie wir eine Big Big Lifter aufklappen. Ah, okay. So war das. Und wenn man dann nämlich da rangefahren ist, dann konnte man den auch, glaube ich, anhängen. Oder haben sie das jetzt geändert? Das weiß ich gar nicht. Wie auch immer. Wir haben es ja jetzt dran hier, das Teil. Ob das schon reicht, hier reinzukommen überhaupt. Nee, das ist immer ein bisschen tricky hier, diese dieser Eingang. Aber wir haben es geschafft. Wir gucken mal, ob wir hier hinten tatsächlich das mal kurz auskippen können. Passiert nichts. Ah, das ist auf jeden Fall haben wir jede Menge. Ja, das ist, also das wird hier nichts. Da müssen wir hier nochmal versuchen rauszukommen aus dem Ding. Weiß ich auch nicht, ich muss ich nochmal eine Radladerfuhre mit Beizen holen ein andermal. Das ist jetzt dann einfach so. Ich keine Ahnung, warum das da immer nicht eingetragen wird, aber ist dann halt so. Wir stellen es mal hier an der Seite hin, vielleicht kann man es ja irgendwie in einem Hänger mal drin laden oder so. Ich nehme den mal mit raus. Hier ist ja noch ein bisschen was. So. Ja, dann machen wir den jetzt hier mal einfach aus. So, das dazu auf jeden Fall. Wie gesagt, haben wir hier schon viele Neuigkeiten, viele Neuerungen gehabt. Wir machen mal hier schnell kurz eine kleine Rundfahrt mit dem hier. Tür zu, so. So, wir, wie gesagt, sind hier auf dem Hof. Die Felder sind jeweils ausgesät jetzt. Und ich zeige euch nochmal kurz diese Geschichte hier, was ich hier gemacht habe auf dem Feld. Nämlich hier ist die neue Scheiben, ach, die neue Scheibenecke, genau, der neue Grubber. Hier da hinten der Baum, der da immer stand, der ist jetzt weg. Ja, hier ist jetzt Klee angesät. Uch. Hier stand immer ein Baum, hier sieht man nur so einen kleinen Rest davon, dieser Scheitel, der da noch rumliegt. Das ist alles schon entsorgt, wie gesagt, das hat eine lange Zeit gedauert. Und hier oben war auch immer noch einer, der ist auch weg. Sodass also hier einfach ein bisschen mehr Platz ist, sag ich mal. Ja, das Feld ist ein bisschen größer geworden, man muss nicht mehr umfahren. Und man kann tatsächlich direkt ja, alles mitnehmen, was mitzunehmen geht. Jetzt drehen wir nochmal um, dann zeige ich euch nochmal das andere Feld. Weil da ist ein bisschen mehr optisch passiert. Letztens war da noch alles voll mit Bäumen. Jetzt ist es ein Feld sozusagen. Es war immer noch ein bisschen ungünstig da mit dem da sieht man schon mit diesen da außen rumfahren, aber das macht nichts. Es ist trotzdem ein Feld. So, zeige ich euch auch. Hier sieht man es gleich. So, alles frei. Ja, ein bisschen hügelig. Aber es ist ein Feld, ein größeres Feld. Das, wie gesagt, hier werden wir jetzt erstmal den Klee wachsen lassen, dann kann der damit an den an den Hühnern und an den Kühen verfüttert werden. Und dann sind wir doch hier erstmal ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Das also dazu, wir haben relativ viel geschafft hier. Wie gesagt, die erste Ernte ist abgeerntet oder die zweite ist es ja in dem Fall. Und ja, ein bisschen Geld ist zusammengekommen, aber es ist auch sehr viel gekauft worden. Sehr viel hat sich verändert. Das können wir hier wieder ausschalten, das Hilfefenster. Und von daher, der Hof ist ein bisschen gewachsen. Ja, die Kühe, wie gesagt, sind da. Wir haben da noch einen neuen Tankfass sozusagen, wo die Milch abgepumpt werden kann. Wir können auch gleich nochmal die Milch ein bisschen mal nochmal gucken, was da so an Milch zusammengekommen ist. Ich brauche irgendwann nochmal einen neuen Ladewagen, der ist auch zu klein auf Dauer. Und wie gesagt, Miststreuer, Güllefass, all so ein Zeug, es wird alles gebraucht noch.
Kann ich euch gleich hier auch nochmal zeigen, wie der Stand hier ist. Da ist nämlich auch relativ schon was zu sehen drin. Ist noch nicht so doll, aber es ist ein bisschen was drin, ja. Will er jetzt ohne drin springen. So, man sieht's. Ist schon noch nicht voll, aber es ist was zusammengekommen. Vorher war da nichts. Und ja, jetzt sind wir schon hier. Wir sehen die Kühe. Habe ich eigentlich erst was sie geben. Können wir mal gucken, was jetzt hier noch so los ist. Ob das Ding jetzt hier... Gucken wir mal. Was wir an Milch zusammenkriegen hier. Das war nochmal ein bisschen was. 300 Liter. 400 Liter. Oh ja, ist doch nochmal ein bisschen was gewesen. So, da haben wir also hier ein bisschen was drin und so ungefähr die gleiche Anzahl an Litern habe ich auch in den Fass da hinten drin. Ja, und dann ist hier, wie gesagt, immer noch als weitere Kleinigkeit sozusagen hier unser Feld hier hinten. Da springen wir jetzt aber einfach mal kurz hin. Hier, das Feld muss noch abgemäht werden und dann mal gucken, ob man hier noch ein bisschen was rausholen kann. Also das Feld ist noch relativ groß. Wir müssen von dem LKW noch drei weitere Ladungen vollkriegen, damit der Auftrag erledigt ist. Und wenn dann noch was übrig bleibt, das verkaufen wir selber, um einfach hier größtmöglichen Gewinn zu machen. Ansonsten werde ich mir als nächstes dann natürlich auch einen Mähdrescher in dieser Größenordnung zulegen. Ja, also das geht dann eher in Richtung... der hier ist noch, ja, wahrscheinlich hier der S790 John Deere, vielleicht auch, genau, der wird es wahrscheinlich werden. Dann natürlich nicht mit Zwillingsbereifung, sondern hier mit dem. Und ja, aber 410 selbst, wie gesagt, gebraucht, 332.000. Muss man da schon viel aufwenden, das ist ein bisschen viel, das kriegen wir so natürlich nicht hin. Und wie gesagt, wir brauchen Miststreu, wir brauchen Güllefässer. Da kommt noch einiges zusammen, definitiv, definitiv. Ja, aber das soll es auch an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, euch gefällt die ganze Geschichte hier. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.